zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Evolve. Ja, es gibt mich noch. Ich lebe noch und mir geht's auch gut soweit. Zumindest körperlich. Geistig noch nicht so ganz, aber mir geht's auf jeden Fall gut. Und ich lebe noch. Ich darf euch alle, denke ich mal, recht herzlich zurück begrüßen zu einer neuen Folge Evolve. Es kam jetzt eine Zeit lang nichts mehr. Den Grund dafür erfahrt ihr vielleicht in einem anderen Video. Ich muss mal gucken, ob ich euch das noch erzählen werde in einem Video. Die einen oder anderen können es vielleicht schon wissen, wenn sie Facebook oder so verfolgen. Da habe ich das einmal gepostet, nur auf Facebook, auf Twitter nicht. Eigentlich bin ich auf Twitter aktiver. Und deswegen könnten das die einen oder anderen Leute wissen. Die anderen, die mich jedoch da nicht verfolgen, die werden wahrscheinlich keine Ahnung haben, wovon ich jetzt gerne rede. Okay, ja, in der Zeit ist natürlich ein bisschen was passiert. Zwar nicht so viel, weil ich auch nicht gespielt habe auf dem Server in der Zeit, wo ich offline war. Oder in der Zeit, wo keine Videos kamen. Ich kann nur ganz kurz zeigen, was wir gemacht haben, denn eine Sache, eine größere, haben wir gebaut. Zuallererst mal, nee, da komme ich gleich zu. Wir gehen erstmal zur PvP-Arena, denn die ist mittlerweile fertig gebaut. Ihr seht auch, ich habe die Kamera jetzt wieder dahingestellt, von hier drüben wieder hierher, weil ich irgendwie in die Kamera gucken will, wenn ich irgendwas zu erzählen habe. Und dann will ich nicht immer so hier rüber gucken, um da irgendwas zu machen. Okay, der Weg hier ist fertig gebaut, sogar mit einer schönen Brücke mit Pfeilern, die hat der Peter gebaut. Und dann kommt man eben hier an und hier vorne kann man dann selecten. Ich nehme mal für meinen Traveler Stuff, der ist nämlich richtig geil, kann ich überall hin. Zum Beispiel zum Eingang, zur Startgelb, Startrot, zur Kontrolle. Da fehlt leider noch, ah ne, der Button fehlt gar nicht. Ja, wir können den einfach mal drücken, dann seht ihr, hier hinten gehen so Dinge runter. Es gibt nämlich einen gelben und einen roten Kasten hier drüben. Also zwei Spieler spielen immer in der Arena 1 gegen 1 so gesehen. Und dann hat man eben hier diese, ja, diesen kleinen Kasten. Wovon man dann eben von gelb aus kann man dann zu gelb. Die Spieler, die dann später hier drin stehen, das heißt zum Beispiel, ah nein, das ist auf Public, GG. Ich habe das eigentlich umgestellt, aber ist egal. Die Spieler, die hier drin stehen, können eigentlich nicht mehr zurückhüpfen. Aber ich muss mal gucken, ob ich das wieder umstelle. Dann, ja, ist das eben so der Startpunkt von den Spielern. In der Mitte hier sind nochmal zwei solche kleinen Bunker, wo man sich eben verstecken kann. Für einen Bogenfight oder so, wo man dann eben hinten noch rausschneiden kann. In der Mitte gibt es dann so eine kleine Oase mit einer Palme. Einfach nur so ein paar Sachen halt, wo man auch Deckung suchen kann oder so. Oder zu seinem Vorteil nutzen. Dann kann jemand ins Wasser schlagen, man kann hier gegen Kakteen schlagen, was weiß ich. Und hier drüben ist dann nochmal so ein kleines Lavafeld. Das kann man auch ausnutzen, wenn man es will. Und das soweit mit der PvP-Arena. Also hat sich nicht so viel getan, außer das Ding hier außenrum ist auch noch fertig. Hier kann man dann runtergehen in die Loge, sage ich mal, und hier wieder hoch. Und so weit ist die PvP-Arena eigentlich fertig. Das heißt, sie ist einsatzbereit. Des Weiteren habe ich mal ein bisschen getrollt in diesem Projekt im Livestream. Und zwar gibt es diese Creeper-Pflanzen von, Gott, was hier alles steht, ey. Es gibt diese Creeper-Pflanzen von Pneumatic Craft, die immer explodieren, sobald sie einen neuen Samen ausstoßen. Das sind diese Dinger hier. Ihr seht, da ist Growth Major und State Inactive. Wenn die jetzt aber aktiv werden, dann ziehen die sie ein Stück zusammen und spucken den Samen aus und machen dabei ein Explodiergeräusch. Und davon stehen hier ganz, ganz viele um Teds Haus rum und bis gestern oder so war auch noch jeder einzelne Millimeter von diesem Dach hier damit belegt. Denn, ach guck mal, hier sind auch noch welche. Denn ich hatte meinen Spaß und habe einfach mal sein ganzes Dach und ein bisschen was drumherum mit diesen Pflanzen voll gemacht. Ted war davon nicht so begeistert, kann man sich vielleicht denken. Und er hat es jetzt aber weggemacht und seine Rache vollübt und die ganzen Pflanzen zu mir geschmissen. Deswegen stehen jetzt hier überall diese Creeper-Pflanzen bei mir rum. Aber man muss dazu sagen, dass Ted angefangen hat damit, ja? Und nicht ich. Aber ist egal. Ich lasse jetzt einfach mal hier stehen. Oder ich suche mir irgendwas Cooles, womit wir die wegmachen können. Dann zeige ich euch das mal in der Folge. Aber soweit ist das eigentlich nicht so schlimm. So, jetzt explodieren die jetzt auch wieder nicht. Ja, das ist soweit davon. Es gibt auch noch eine coole Sache, die ich gebaut habe. Dafür gehe ich mal ganz kurz hier runter. Ja. Und zwar sneak peeken wir uns jetzt einfach mal unter den Reaktor und gucken mal hier unten rein. So, plopp. Und jetzt sehen wir gleich, tada, ich habe hier nämlich ein kleines Labor gebaut. Mitten unter der Erde, das ist fast, also auf fast minimaler Bauhöhe. Man kommt später hier drüben an, das soll dann so ein Sicherheitsgate werden, das heißt man portet sich hier rein.
Hier wird dann eine Tür sein. Das heißt, bei diesem Stein, das sind auch Drawbridges. Und das gleiche hier vorne. Dann hat man später einen Computer, der ist dann irgendwo hier in der Wand oder hier. Oder im Boden oder an der Decke, was weiß ich. Gibt man ein Passwort ein, dann fährt die erste Tür runter. Und dann geht sie durch. Wenn man hier ist, fährt die Tür zu wieder zu. Die Tür hier fährt runter. Und dann kann man hier rein. Und die Tür fährt wieder zu. Hier sind einfach nur so zwei Zombies. Da kommen auf der anderen Seite auch noch zwei. Das sind einfach so Versuchsobjekte, sag ich mal. Die halt hier rumstehen und missbraucht werden, um böse Sachen zu machen. Das hier sollen einfach nur so ein paar Anlagen sein, wie man halt im Labor stehen hat, keine Ahnung. Das Ganze hier sind übrigens Factory Blocks oder nicht Factory Chisel Blocks. Sie heißen Laboratory Blocks. Die kann man eben gut chiseln, in zum Beispiel so die Decke oder den Boden oder solche Lüftungsschächte, Wände, so Pfeile eben oder so ein Control Panel, was aussieht wie ein Computer. Also richtig coolen Stuff. Das andere sind einfach nur Maschinen von Thermal Expansion. Das heißt hier ein Sawmill, hier ein Cyclic Assembler, Redstone Pulverizer, ein Energy Infuser und ein Galactic Cheater und zwei Tanks. Die sehen einfach nur so aus, ob hier was reingeht und da raus oder so, keine Ahnung. Und hier ist ein langer, langer Tunnel. Und der Tunnel ist natürlich nicht umsonst da. Das ganze Labor ist nicht umsonst da, denn ich habe mir selbst so eine kleine Mission gesetzt. Dazu kommt aber auch in einem anderen Video mehr, aber ich kann es euch jetzt schon mal erklären. Denn ich habe vor einigen Tagen was sehr Schlimmes gesehen, erfahren und ja, mitbekommen müssen. Leider, leider. Was das ist, werde ich euch gleich sagen. Zuerst schnicken wir uns mal den Tunnel hier entlang und ich zeige euch einfach mal, wo dieses Ding hinführt, dieser endlose Gang. Denn es ist wirklich eine traurige Story, die dahinter steckt. Wir machen einfach mal ein bisschen Gas. Und ich weiß, ihr müsst wirklich die Tränen zurückhalten. Ich selbst musste auch stark sein. Man darf ja leider keine Gefühle zeigen auf YouTube hier. Und ihr seht jetzt schon, der Gang ist hier zu Ende und führt jetzt hier nach oben. Wenn wir jetzt einfach mal hier hochfliegen, ja? Oh Gott, ich bin so nervös gerade. Ihr hört schon ein kleines Huhn. Wenn wir jetzt hier einfach mal aufgaben, sehen wir das Haus von Ted. Das Haus von Ted und Sepp. Und da ist ein kleiner GLP, der sich in den Abgrund stürzen will. Den retten wir einfach mal ganz kurz das Leben. Aber dieser Tunnel führt natürlich nicht umsonst hierher, sondern hat er natürlich auch einen Sinn. Und der Sinn ist, dass wir zuallererst ihn, aber insbesondere einem kleinen Jungen, der hier oben in dem Käfig gefangen ist, hier steht Hashtag Freiheit, und in diesem Käfig gefangen ist umgespielt. Ja, jemand aus diesem Projekt, ich will jetzt keine Namen nennen, hat umgespielt hier drin eingesperrt. Und er hat seine Freiheit verdient und deswegen müssen wir ihn auch retten. Wir müssen versuchen, ihn irgendwie da rauszubekommen. Wir haben schon ein Labor gebaut. Wir werden noch viele Versuche machen müssen, bis wir die richtige Rezeptur gefunden haben, unseren Tunnel ausbauen und dann schlussendlich einen Aufzug bis hier hochbauen, um ihn zu retten. Es wird noch eine lange Zeit dauern, aber ich hoffe, wir werden es schaffen. Wir müssen gemeinsam stark sein. Okay, wir sneaken uns einfach mal wieder weg. Es soll niemand mitbekommen, dass wir hier waren. Du darfst später mit, kleiner Debitor. Es tut mir leid. Du darfst später mit. So, wir müssen sie leider jetzt zurücklassen. Wir dürfen unseren Plan nicht riskieren. Ne? Unsere Tarnung darf nicht auffliegen. Es hat so viel Zeit und Mühe gekostet. Es darf jetzt einfach nicht kaputt gehen. Nicht jetzt, nicht heute, nicht so früh. Okay, dann sind wir wieder hier. Und wie gesagt, das hier sind zum Beispiel Versuchsobjekte, weil wir wollen das kleine Rohrei ja auch nicht kaputt machen, wenn wir es befreien aus den Klauen des Bösen. So, wir kommen hier wieder unter unserem Reaktor raus übrigens. Da wir natürlich nicht jedes Mal unseren Reaktor als Eingang nutzen wollen, unsere geheime Minibasis, gibt es hier ein Buch, oder wird es gleich ein Buch geben, das uns herunterführt, und zwar nicht diese Pflanzen, sondern dieses Ding hier, dieses mysteriöse Schild. Und ich wette, niemand wird sich hier trauen, darauf zu klicken. Und wenn schon, dann ist es cool, wenn er in dem Labor landet. Wir bauen ein Descriptive Book dafür. Descriptive, nein, nicht, wie heißt denn das? Heißt nicht Descriptive Book? Heißt das nicht so? Bin ich gerade voll aus dem Behinderten? Ah, Linkbook, nicht leer. Ein Linkbook, nicht ein, kein Descriptive Book, ein Linkbook. So. Habe ich Bottles? Ich habe Bottles. Aber nicht so viele, wie ich will. So, mit diesem Traveler-Stuff übrigens, wer ihn noch nicht kennt, mit dem kann man sich überall hinporten. Das heißt, ich kann mich auf Travel-Anchors porten, ohne dass ich bei denen stehe. Und sie können auch richtig weit weg sein. Ihr seht, ich kann mich jetzt von hier
Bis zur Mobfalle porten, bis hier ganz hoch, bis zur Tür. Also bis ganz an den Anfang, bis in die Höhle. Wenn ich jetzt normalerweise hier drauf stehe, ohne den Staff, kann ich mich hier mal bis zur Mobfalle hochporten und auch nicht bis zur Tür. Mit dem komme ich sehr weit. Also er hat halt eine größere Weichheit. Und man muss nicht immer drauf stehen. Das ist auch sehr cool. Was wollten wir noch? Wir wollten noch Leder haben. Ladder. Und dann gehen wir mal einfach ganz kurz zu Movecraft. Ich habe auch die Namen weggemacht von diesen Travel Anchors. Ich habe jetzt nur Items reingelegt. Das heißt, das Bett ist zum Beispiel die Base. Das Hyloriumist der Reaktor. XP sind ja XP, Diamanten und Spenden. Spitzhacke ist hier das Verarbeitungsding von Eisen und so. Buch ist Movecraft. Also halt so ein paar Sachen, die ich mir angelegt habe. So, wir bauen noch Papier, damit wir uns so ein Ding machen können. Paper. There we go. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Und, ah, wir brauchen ja auch noch GG. Was habe ich hier nicht reingelegt? Ah, ne, Crafting Bench. Das sah man von oben nicht so ganz. Das sah man von oben nicht so ganz. Heiko, jetzt fängst du aber schon mit gutem Deutsch hier an. Also mit so richtigem Deutsch, ne? You know? So, das hatte man nicht ganz gesehen. Das blieb meinen Augen fern auf diese Distanz. So, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Haben wir eine Linkpage. Die verbinden wir mit Leder. Dann kommen wir in ein Link-Link-Book. Wir brauchen nur eins, mehr brauchen wir gar nicht. Reaktor. Denn dieses Unlink-Link-Book, wir wollen ja nur runter. Denn man soll nicht einfach wieder zurückkommen. Wenn man schon mal in ein Labor geht, dann ist man selbst schuld. Entweder wird man dann geraped von den Zombies, die hier drin sind, von den missglückten Versuchsobjekten, oder man ist ich und weiß, wie man wieder rauskommt. So. Unlink-Link-Book, das linken wir jetzt hier hin. Dann gehen wir hier rüber. Das war falsch und zu laut. Und legen das Buch jetzt hier rein in unseren mysteriösen Buchständer. Und jetzt können wir einfach hier runter porten. Hallo? Lag? Ich kann keine. Ich kann mich nicht zwischen in einer Dimension hin und her porten, ne? Warum habe ich da nicht dran gedacht? Wie mache ich das dann jetzt? Entweder lasse ich es so, wie es war die ganze Zeit. Ey. Oder ich mache mir irgendeine Zwischendimension. Also nicht eine Zwischendimension machen, sondern halt einen Zwischenstopp im Nether. Aber ich glaube, das will ich gar nicht. Ich lasse das Buch einfach so da. Und dann kann man hier halt nicht reinklicken. Dann ist das nur zur Verwirrung. Okay. Plan erfolgreich ausgeführt. Zwar nicht so ganz, aber hey, nicht so schlimm. Warte, wie viel Level haben wir? 88. Der Peter hat jetzt übrigens auch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Nee, das habt ihr noch nicht gesehen, weil die Folge erst noch kommt. Deswegen zeige ich euch das einfach mal nicht. So, wir klicken mal wieder ganz kurz hier rein. Legen unser Zeug weg. Ich weiß, ich bin irgendwie. Jawohl, es war nur diese Folge. In der nächsten Folge bin ich, glaube ich, wieder produktiver. Ich will immer so Livestream-Updates machen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, wenn ich schon so viel im Livestream mache. Aber es startet ja bald das Stream-Projekt. Also für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ich habe ja sehr viel Evolve gestreamt und ich selbst habe mir gedacht, hey, das ist irgendwie zu viel. Da kommen die Leute mit YouTube nicht mehr hinterher und das haben auch einige geschrieben, so, ja, ich fand schade, dass du den ganzen Twilight im Stream gemacht hast, ich hätte das gern gesehen. Deswegen habe ich mir auch überlegt, das Ganze nochmal zu machen. Das heißt einfach, meine Achievements sozusagen, ja, zu löschen und halt nochmal von vorne den Twilight zu machen. Einfach nur, um euch zu zeigen, wie man das so macht, Schritt für Schritt, weil das ja neu ist in der jetzigen Version. Und dann halt so, ja, ich weiß nicht, wäre halt eine Option gewesen. Sagen wir es so. Ich kann mal gucken, ob ich das machen kann. Ich kann ja mal fragen, ob die meine Player-Data löschen. Aber davor meine Level und den Knapsack mit so weglegen. Ja, ich glaube, das war es soweit sogar schon. Also nochmal ganz kurz die Erklärung. Peter und ich hatten eben die Idee, ein Stream-Projekt zu machen, bei dem wir einfach zusammen spielen mit mehreren Streamern und YouTubern zusammen. Also nur Streamer, die halt, also YouTuber, die auch streamen, wie Peter und ich jetzt zum Beispiel. Und das Ganze spielt in Hexit Reloaded, also in dem neuen Hexit Modpack. Das alte Hexit kennt ihr ja bestimmt von Hero. Und in dem neuen Hexit Modpack gibt es eben auch diese Tower und sowas. Wollten wir einfach irgendein Modpack, bei dem man halt viel erkunden kann. Aber ich denke, dazu sage ich euch dann
in dem Ankündigungsvideo oder so nochmal mehr, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Auch wenn wir nicht so viel geschafft haben, aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen und danke, dass ihr überhaupt zuguckt. Es ist zurzeit irgendwie eine komische Zeit für mich auf YouTube, muss ich sagen. Ich denke gerade viel über Dinge nach, aber wie gesagt, dazu vielleicht in einem anderen Video mal mehr. Okay, gut, ich würde sagen, das war's soweit. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge Wolf. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es schaffe. Und wir sehen uns dann wieder. Also haut rein, habt noch einen schönen Abend, Tag, whatever. Und bis morgen. Tschüss.